Weil ich spreche gerade deinen nächsten Titel an, ja? Von einem jungen Mann, wo die Familie auseinandergebrochen ist, wo sich die Frau getrennt hat. Der Titel kommt jetzt, Johnny, lass das trinken. Und hier ist der Titel. Johnny nimmt das Kind von ihrem Schoß. Ihre Sorgen, sie sind riesengroß. Denn ihr Johnny findet keine Arbeit mehr. Er fühlt sich alt und innerlich so leer. Als Trost fing Johnny mit dem Trinken an. Arbeitslos hielt er sich für keinen Mann. Noch so jung und schon nicht mehr gefragt. Darum begann er mit Alkohol den Tag. Johnny, Johnny, lass das Trinken sein. Die Zeiten werden auch mal wieder besser sein. Dein Glauben, arbeitslos bist du nichts wert, ist ein Irrtum, der dich ins Verhängnis führt. Jannys Tränen tun ihm so sehr weh, denn er kann sie ja so gut verstehen. Und doch schleicht er sich heimlich aus dem Haus, ohne Alkohol hält er es nicht mehr aus. Freunde, die er einst so viel gehabt, wendeten sich alle von ihm ab. Sie wollen seine Freundschaft heute nicht mehr. Dabei bräuchte er sie gerade jetzt so sehr. Johnny, Johnny, lass das Trinken sein. Die Zeiten werden auch mal wieder besser sein. Dein Glauben, arbeitslos bist du nichts wert, ist ein Irrtum, der dich ins Verhängnis führt. Ein schlichtes Kreuz sein Grab, und es ist nur sein Kind, das nach ihm fragt. Johnny sah des Lebens Sinn nicht mehr. Er ging auf die Reise ohne Wiederkehr. Johnny, warum warst du nur so schwach? Gabst dich auf und dem Trinken nach. Dein Glauben, arbeitslos bist du nichts wert, war der Irrtum, der dich ins Verderben.